meistgenutzte Kommunikations-App. Richtig, WhatsApp. Wir werden euch heute ein bisschen was über WhatsApp erzählen und seid gespannt. Wozu benutzt man WhatsApp eigentlich? WhatsApp eignet sich sehr gut zur direkten Kommunikation zwischen Bekannten. Heißt, man kann sich direkt Nachrichten versenden oder eben auch in Gruppenchats. WhatsApp eignet sich vor allem auch sehr gut, um Bilder und Videos zu verschicken oder Leute anzurufen. Beziehungsweise, wenn man keine Zeit für einen Anruf hat, sind sogar Sprachnachrichten möglich. Heißt, das ist ein bisschen ähnlich wie ein Anrufbeantworter. Man kann eine Nachricht quasi per Ton aufnehmen, dann verschicken und der Empfänger kann sich die Nachricht jederzeit anhören. WhatsApp kann man immer verwenden. Zum Beispiel, wenn man fragen will, ob Freunde Zeit haben oder wenn man etwas vergessen hat und jemandem Bescheid sagen will. Die Altersbeschränkung bei WhatsApp liegt bei 16 Jahren. Die wurde 2018 erhöht, nachdem sie 2016 auf 13 Jahre runtergestuft wurde. WhatsApp kann man auf Handy, iPad, Computer benutzen und es gibt WhatsApp seit 2009. Die Nachteile von WhatsApp sind, dass man sich nicht sicher sein kann, dass die Daten an andere Firmen weiterverkauft werden und dass man, wenn man kein Internet oder Datenvolumen hat, unterwegs, wenn man anrufen oder schreiben will, dass das dann nicht geht. WhatsApp gehört wie Facebook und Instagram zu Meta-Plattformen. Ich benutze WhatsApp, weil ich alle meine Freunde damit erreichen kann und weil es kostenlos ist. Signal ist wie WhatsApp, nur dass Signal keine Daten verkauft und somit sicherer ist und dass hinter Signal kein großer Konzern steht, im Gegensatz zu WhatsApp. Ich nutze Signal, weil immer mehr meine Freunde diese App nutzen und weil meine Daten bei dieser App sicherer sind. Da WhatsApp komplett kostenlos und werbefrei ist, ist es nicht komplett sicher, wie der Konzern Meta durch WhatsApp Geld verdient. Es gibt schon im Laufe der Zeit oder in der Geschichte von WhatsApp gab es schon viele Diskussionen und Spekulationen und es ist tatsächlich immer noch nicht ganz sicher, wie WhatsApp mit den Daten umgeht. Heißt, man kann sich nie sehr sicher sein, wo die Daten am Ende schließlich hingelangen und beziehungsweise auch quasi für Geld eingesetzt werden.